Star Wars Outlaws hat sicherlich einiges an Kontroverse hinter sich. Mit der Ankündigung kam aber eigentlich erstmal die große Hoffnung, dass uns hier ein cooles Star Wars Open World Spiel erwartet. Gelingt Ubisoft der Versuch einer Star Wars Open World? Nein, nicht versuchen. Tu es. Oder tu es nicht. Aber kann Outlaws die Qualität und Höhen eines Star Wars erreichen oder fällt es in die tiefsten Tiefen wie ein Star Wars? Genau das testen wir in unserer Review zum Spiel. Also schnappt euch was zu trinken, macht's euch gemütlich und lasst uns gucken, ob die Macht mit Ubisoft war. Ich starte direkt mit dem besten Part des Spiels, die Story. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. Ihr schlüpft in die Rolle von Kay Vess, die mit ihrem treuen Begleiter Nix versucht, sich trotz der Strapazen des Outer Rims was aufzubauen. Sie träumt von dem einen Raubzug, der ihr ermöglicht, ein neues Leben anzufangen. Dass ein Star Wars Protagonist dem Status Quo entrinnen möchte, ist nichts Neues und fast schon ein Markenzeichen der Reihe. Auch Kay passt hier also gut rein und weil der Plot angesiedelt ist zwischen Empire Strikes Back und Return of the Jedi, ist das Imperium mit der Rebellion beschäftigt, was der kriminellen Unterwelt erlaubt aufzublühen. Der vermeintliche Heist, der Kay Reichtum bescheren sollte, geht dabei natürlich schief und nun sind wir gezwungen, eine Reihe von Missionen zu absolvieren, uns einen Namen als Outlaw zu verdienen und dabei rivalisierenden Fraktionen als auch dem Imperium nicht in die Hände zu geraten. Allein die Prämisse klingt schon spannend. Die Unterwelt einer weit entfernten Galaxis für sich gewinnen, im Outer Rim unterwegs sein und von Kantina zu Kantina reisen. Und genau das gelingt dem Plot von Outlaws tatsächlich. Eine unterhaltsame Story, oft zwar vorhersehbar, allerdings mit einigen spannenden Momenten und tollen Charakteren. Kay ist mir ganz sympathisch, auch wenn sie ein paar Mal zu oft versucht, zu sehr Han Solo zu sein, aber insgesamt ist sie und ihr treuer Begleiter Nix ein cooles Duo, deren Abenteuer man gern verfolgt. Ohne euch zu spoilern, kann ich ganz getrost sagen, dass sich Outlaws anfühlt wie eine Star Wars Story und das eine Stärke des Spiels ist. Leider geht es ab hier bergab, denn die Story ist umhüllt vom Gameplay. Ich habe wirklich, wirklich versucht, trotz all der negativen Berichterstattung vor Release, hier neutral an die Sache ranzugehen. Aber das Gameplay von Star Wars Outlaws lässt sich eigentlich nur mit einem Wort beschreiben. Langweilig. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich, aber auch hier möchte ich mit dem Positiven anfangen. Es gibt ein Gameplay-Element, das ich tatsächlich ganz cool fand und das hängt mit der Story zusammen. Auf eurer Reise zur Super-Halunken habt ihr mit den verschiedensten Fraktionen zu tun, die die Unterwelt beherrschen. Diese Fraktionen können euch mit Aufträgen versorgen und ihr gewinnt oder verliert eine gewisse Reputation bei ihnen. Manche der Aufträge haben unweigerlich Vorteile für eine Fraktion und Nachteile für die andere. Schließlich will ja jeder die Oberhand gewinnen in der Unterwelt. Und genau diese Entscheidung liegt oft bei euch. Dieses System finde ich tatsächlich gelungen, denn die Reputation zieht Gameplay-Konsequenzen nach sich, wie zum Beispiel einfacher Zugang zum Gebiet einer Gang, beeinflusst aber auch die Story. Ein cooles RPG-Element, was Outlaws sogar Wiederspielwert verleiht. Die Frage ist nur, wollt ihr überhaupt wieder spielen? Denn jetzt kommen wir zum Moment-to-Moment-Gameplay. Eure Missionen bestehen in der Regel darin, still und heimlich einen Ort zu infiltrieren, sei es um Informationen zu beschaffen, irgendwas zu sabotieren oder ähnliche Objectives zu erledigen. Mit Kay schleicht ihr dabei von Deckung zu Deckung, schaltet Feinde heimlich aus und auch Nix kann euch helfen. Indem unser tierischer Freund Gegner ablecken kann oder was klauen kann oder was drücken kann, irgendwie scheint Nix für die Gegner einfach unsichtbar zu sein. Was schnell auffällt, das Stealth-System ist ziemlich basic. Was mich überrascht, denn tatsächlich kommt genau dieser Gameplay-Loop ziemlich häufig, wenn nicht sogar am meisten vor. Hier gibt es kaum Dynamik, kaum neue Dinge, kaum Spannung. Ich betrete ein Areal, muss irgendeinen Schalter aktivieren oder Energiezellen kaputt machen, damit der Eingang frei wird, schleiche mich also von Deckung zu Deckung, verstecke mich im Gras, das teilweise einfach brutal fehl am Platz wirkt und offensichtlich platziert wurde, um mir einen Ort zum Verstecken zu geben, schalte Gegner leise aus und vielleicht werde ich mal entdeckt. Aber statt darauf zu reagieren, sind die Missionen dann noch oft Insta-Fail bei Entdeckung. Es gibt nichts Schlimmeres als Insta-Fail-Stealth-Sektionen mit schlechtem Stealth-Gameplay-System. Es kommt aber auch mal vor, entweder weil es die Story vorgibt oder es keine Insta-Fail-Sektion ist, dass ihr euch doch freischießen müsst. Das Shooter-Gameplay ist allerdings auch nicht mehr als rudimentär. Mit einem sehr starken Auto-Aim, sehr statischen Schusswechseln und da das Spiel Stealth in den Vordergrund setzen möchte, habt ihr auch nicht viel Leben, bedeutet, wirklich ballern gibt es auch nicht. Vielmehr ist es einmal aus der Deckung raus, schießen, wieder Deckung, dann wieder und wieder und wieder.
Umrundet wird das Ganze von einer Open World, die auf den ersten Blick vielversprechend wirkt. Das Design ist top und zeigt von der typischen Qualität Ubisofts, tolle Spielwelten zu schaffen. Tatsächlich wirkt diese Star Wars Welt sehr lebendig und ich muss auch positiv hervorheben, dass man hier nicht alles vollgepackt ist mit Icons, random Sammelobjekten und anderem Open World Müll. Die Inhalte sind mit Bedacht gewählt und integrieren sich top in die Story. Allerdings ist bei mir aufgrund des langweiligen Gameplays schnell ein quasi Autopilot angegangen. Die Story als einziges Highlight hält mich am Ball. Deswegen sind Nebeninhalte irgendwann einfach unwichtig und werden ignoriert. Es gibt noch ein paar weitere Features, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Raumschlachten und Fahrten sind ganz nett, aber ebenfalls nichts, was euch vom Hocker hauen wird. Shooting und Sneaking wird auch mal von Kletterpassagen unterbrochen. RPG-Elemente und Progression sind ebenfalls vorhanden und hier finde ich es ganz cool, dass man neue Skills durch Nutzung vorhandener freischalten kann und das Spiel einem sagt, was man dafür tun muss. Aber auch hier alles ganz nett, aber nichts Spektakuläres. Es gibt Momente, wo das System mal Klick macht, wo ein Areal cool designt ist, man erfolgreich durchschleicht oder seinen eigenen Weg findet. Ich musste einmal beispielsweise in eine VIP-Area eindringen und es gab mehrere Wege, das zu erreichen. Aber eine Person wollte mir einfach eine Eintrittskarte verkaufen. Ich habe sie gekauft, dachte mir, ich habe eh Geld, ist der einfachste Weg, nur um dann festzustellen, dass die VIP-Karte fake ist und ich gerade verarscht wurde. Aber diese Momente sind einfach zu selten und zu weit auseinander, um wirklich mitzureißen. Das Gameplay ist wirklich stets bemüht, aber es erreicht einfach nicht die Dynamik und ein zufriedenstellendes Gefühl an Immersion und Spaß. Bei der Wertung des Gameplays habe ich also definitiv zuerst geschossen. Aber wie sieht es dann aus mit der Grafik? Abgesehen von ein paar Ausnahmen, die ich euch gleich erzähle, finde ich die Optik meist ansprechend. Die verschiedenen Areale strotzen einer Liebe zum Detail, die klar macht, dass hier echte Star Wars Fans am Werk waren. Der Artstyle wirkt originalgetreu wie Star Wars eben und gibt einem wirklich das Gefühl, durch die Gassen einer weit entfernten Galaxis zu laufen. Wenn man mit dem Speeder durch die Gegend cruist oder mit Kay einen Spaziergang durch eine imperialische Station macht. Visuell sitzt es hier zumindest auf der Makroebene. Schwierig wird es, wenn man etwas näher rangeht. Ihr habt es vielleicht schon beim Gameplay bemerkt, aber nichts schmeißt mich so sehr aus der Immersion wie diese Takedown-Animationen, die wirklich nicht auf heutigem Standard sind. Meist wird bei der Grafik auf zu hohem Niveau gemeckert. Ich mache das auch sehr gerne. Aber diese Animationen sehen einfach nicht überzeugend aus. Ich kann es nicht anders sagen. Auch die Gesichtsanimationen sind nicht auf heutigem Standard. Hier ist alles hölzern und steif, fast schon störend. So wie wenn ich mit euch rede, aber sich mein Mund dabei nur auf und ab bewegt. Hilft auch nicht, dass der technische Zustand manchmal zu wünschen übrig lässt. Wobei ich wirklich nicht verstehe, wie das zustande kommt. Wie schon gesagt, man merkt hier echte Star Wars Liebe an, die Welt fühlt sich einfach lebendig an. Warum diese Qualität sich dann nicht noch auf die Charaktermodelle und Animationen strecken kann, muss mir einer erklären. Immerhin sind die pre-rendered Cutscenes durch die Bank weg stark, hier versagt auch nicht die Grafik oder die Animationen, aber insgesamt machen auch diese Mankos die Grafik runter. Dann spiele ich doch lieber die Minispiele, wo ich nicht direkt in die Gesichter gucken muss und höre dabei den Cantina-Song. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Hier müssen wir natürlich unweigerlich auch über den Sound sprechen. Die Musik selbst ist solide Star Wars-Kost und erinnert sehr an die filmischen Vorlagen und ist damit ein gelungener Treffer. Aufgrund der hölzernen Gesichter fällt es mir schwer, das Voice-Acting wirklich ernsthaft zu bewerten, aber ich finde sie für den größten Teil gelungen, gerade Kay ist überzeugend gesprochen. Soundeffekte selbst sind ebenfalls nah an der Vorlage dran, hier gibt es wenig zu meckern, allerdings fehlt auch hier bei den Animationen wirklich der Wumms. Insgesamt ist der Sound aber der Bereich, wo ich glaube ich am wenigsten zu meckern habe, abseits der Story. Jetzt war ich ganz schön gemein zu Star Wars Outlaws, aber wie sieht denn das Fazit aus? Ein Stealth-Spiel ohne vernünftiges Stealth-System. Ein Shooter ohne vernünftiges Shooter-System. Ein bestenfalls mittelmäßiges RPG, das von der Star Wars-Lizenz getragen wird. So lässt sich Star Wars Outlaws beschreiben. Ein Spiel, das mit einer coolen Story glänzt, das leider im Sumpf
von halbgaren Gameplay-Elementen versinkt. Das repetitive Gameplay macht wirklich wenig Lust drauf, sich tiefer mit der Spielwelt und den Nebeninhalten auseinanderzusetzen. Aber wer unbedingt eine coole Star Wars Story erleben möchte, der kann mit der Hauptquest zumindest das tun. Würde das Spiel nicht den Star Wars Namen tragen, würde es vermutlich niemandem wirklich auffallen. Aber so kommt eine immense Erwartungshaltung mit, die hier einfach nicht erfüllt wird. Ich kann es allein wegen der Story aber denen empfehlen, die irgendwann mal zwischendurch, wenn das Spiel vielleicht im Angebot ist, eine etwa 20-stündige Reise durch die Unterwelt unternehmen wollen. Es kann auch durchaus sein, dass dir als harter Star Wars Fan das Spiel ultra Spaß macht und dir diese Dinge nicht so störend auffallen wie mir. In diesem Fall sei es dir natürlich gegönnt. Für mich gilt allerdings, wer auf dynamisches Gameplay, tiefgründige RPG-Elemente oder eine belohnende Open World hofft, der wird hier nicht fündig. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Das war unsere Review zu Star Wars Outlaws. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like und Abo da, denn ich freue mich über den Support und die Unterstützung. Falls ihr bis hierher dran geblieben seid, sage ich natürlich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.